Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu der Sendung Teleblocher. Zum dritten Mal hintereinander ohne den Matthias Sackert. Das nächste Mal ist er dann wieder da. Christoph Blocher, man merkt jetzt etwas, dass die Schweiz an vielen Orten nicht mehr parat ist oder dass Gemeinden an vielen Orten nicht mehr parat sind, Asylanten aufzunehmen. Dabei ist doch die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition noch nie so fremdenfeindlich oder abweisend. Was ist da passiert? Also es passiert dem so, wenn man so tut, als wir kämen da alles an Leib und Leben verfolgte Leute aus anderen Staaten. Und das ist nicht so. Das merken die unten drin in der Gemeinde und im Alltag, wo die in der Nähe haben. Wir haben sehr viele Kriminelle. Der Drogenhandel liegt in vielen Händen, in den Händen von Afrikanern, die vom Asylweg da sind. Nummer eins. Zweitens, wir haben viele, die einbrechen und so weiter. Und drittens, man nimmt jeden, der hierher kommt und sagt Asyl, und dann bleibt er lang da. Darum sagen alle Bundesräte immer, man muss die Zeiten verkürzen. Ich mag mich erinnern an die Zeit vom Herrn Vogler. Also die Zeit vom Verfahren. Schon lange, ja. Wir sagen, die sind zu lange da. Der Herr Vogler, der hat das erste Asylgesetz richtig gemacht. Das war für Einzelfälle ausgerichtet. Ja, man muss keine Angst haben. Man tut schnell entscheiden und dass da nie so Missbrauch gibt. Ich höre im Ohr noch den Noldi Koller. Er könnte ganz sicher sein. Länger als 3 Monate wird keiner hier bleiben. Das sind 90 Tage, oder? Das letzte Jahr, wo wir die Untersuchung, das vorletzte Jahr, wo wir die Untersuchung gemacht haben, über 3 Jahre. Jetzt kommt Frau Sommaruga, wieder ein Versprechen. 140 Tage. Jetzt machen wir alles. Kostet 550 Millionen investieren, damit das alles passiert. Dann die Unterbringungsproblem. Jetzt werden Gemeinden, Kantone, werden quasi zum Einsprachensystem ausgenommen. Die dürfen sich nicht mehr wehren, aber die müssen es unterbringen, die müssen die Arbeit machen, aber haben nichts mehr zu sagen. Und es fehlt da einem. Die haben einen falschen Ansatzpunkt in der ganzen Strategie. Die müssen nicht schauen, wie bringen wir möglichst viel unter. Die müssen schauen, weil was machen wir, dass die nicht kommen? Weil der Grossteil von denen gehören ja nicht dazu. Jetzt tun sie die Anerkennungsquoten an, dann haben sie natürlich schnell abgeschafft, oder? Man kann schon 140 Tage machen, wenn man jedem sagt, ja, bist auch einer, kannst da bleiben. Da gibt es immer mehr. Und ich habe ja das 4 Jahre lang gemacht. Und ich habe vom ersten Tag an habe ich gemerkt, man muss schauen, dass wenig kommen. Ich habe ein grosses Brainstorming gemacht, mag mich gut erinnern. Da noch mit dem Chef an der Spitze, das war der Herr Gerber. Da habe ich gesagt, 80% haben sie gesagt, kommen ohne Papier. Ich glaube, 80% waren es. Ja, aber wieso haben denn die kein Papier? Lassen wir mal nachschauen, wie die reisen müssen, über wie viel Zoll das die müssen. Das hat der Chef gesagt. Muss ja einem fertigen Double sein, der Papier hat. Weil die haben ja alle Fahrzeuge, wenn sie kein Papier haben. Ich sage, ja, dann sind wir die Schuld. Wenn wir einem sagen, wenn du ohne Papier kommst, hast du einen grossen Vorteil, geht das fort. Also müssen wir Massnahmen treffen, um das zu verhindern. Und jetzt muss man wissen, die meisten kommen durch einen organisierten Industriezweig, sage ich dem, Schlepper. Die gehen in den Dörfern in Afrika, die holen, sagen, wenn man so viel zahlt, kannst du in die Schweiz. Wenn du in die Schweiz kommst, auch selbst wenn du nicht als Flüchtling anerkannt wirst, dann kannst du so und so lange bleiben. Du kannst auch noch unter Umständen vorläufig aufgenommen sein. Die bleiben auch noch ewig. Die werden heute alle dann aufgenommen, haben die Arbeitsbewilligungen am Schluss. Und auch im schlimmsten Fall, wenn du heim musst, das geht Jahre, bis du zurückkommst. Wenn man das zahlt, dann geht's. Dann holen die dir. Ich habe das hier alles geprüft. Ich nehme nicht an, dass sich jetzt noch geändert hat. Fahren die ans Meer, dann werden die Schiffe verladen. Dann von der
Küste werden die umgeladenen Floss hocken ganz nah zusammen in den Floss und fahren mit denen ans Land an. Und die werden hinten instruiert. Dann müssen sie sagen, ja, wir sind von Afrika, so ist ja verrückt. Wenn wir mit so einem Floss könnt übers Meer fahren, die vertrinken dann, würden ja vertrinken, wenn man das machen würde. Das sind nicht einmal Fischerboote, sondern die primitiver. Dann sind die da, dann hört man es da in Lampedusa und so weiter und sehen da rauf. Und jetzt wollen wir es holen. Dann hat man gesagt, wir machen den Töblin, das ist ganz gut, ganz starke Aussengrenzen. Dabei muss man ja die einnehmen, wenn die da vom Meer umeinander treiben, ist ja klar. Und dann sagen die Südstaaten, ja nein, registrieren. Wenn wir die registrieren, die Fingerabdrücke nehmen, dann müssen wir die alle wieder zurücknehmen, denn das System von Dublin, das ist auch so eine, einfach eine schöne Theorie. Der Staat, der zuerst kommt, den müssen sie wieder zurück. Und wir müssen, wo kommen sie zuerst hin? Die am Meer. Darum die Idee, es kommen gar keine Flüchtlinge mehr, die kommen vom Bundesrat. Wir selber die waren, die haben gesagt, ja, wenn die auf Spanien kommen, sind sie Spanien. Wenn sie auf Italien kommen, sind sie Italien. Wenn sie auf Griechenland kommen, Griechenland. Wenn sie um Osten kommen, Polen und so weiter. Die müssen dort registriert werden. Und dann kommt die scheuche Frage, glaubt ihr, dass die denn das registrieren? Die wären ja wirklich dumm, die zu registrieren. Die lassen doch die durchlaufen. Ja, so kann man die Italiener schon behandeln. So kann man die Italiener schon behandeln. Denen nicht zutrauen, dass sie es registrieren. Nein, das ist typisch, die Verachtung gegenüber den Fremden. Die sind so treu, wie wir immer fühlen. Und so ist alles passiert. Die kommen, Bundesrat in die Botschaft geschrieben, die Kosten werden etwa 7 Millionen sein. Und es kommen dann noch viel weniger Asylsuchende. Es gibt noch mal eine riesen Ersparnis. In 7 Jahren, wo wir es geflossen hat, haben wir 11'000 gehabt. Ich habe es von 21'000 abgebracht auf 11'000 mit dem ganz konsequent schauen, ganz schnell behandeln. Jede Woche haben sie müssen antraben. Wie viele sind gekommen? Wie viele haben sie bearbeitet? Wie viele haben sie heimgeschickt? Wie viele Beschwerden? Wo? Alles. Also das ist eine langweilige Arbeit. Da der Sozialdemokrat-Hotelier hier im Wallis. Der Bodemann, der hat er gespöttet. Jetzt, Herr Blocher beschäftigt sich mit dem Asylantenzählen, oder? Ja, das ist ein klein karierter Gacko. Aber so hat man es runtergebracht, weil die Schlepper, deren ihr Handwerk ist, dann stillgelegt worden. Weil die Kunden, die er geholt hat für 5'000 Stutz, sind nach ein paar Monaten wieder daheim gestanden. Und dann haben die Leute gesagt, was? Du hast doch uns versprochen, wir gehen in die Schweiz ins Paradies. Und dann haben die zurückgehebt und haben viel weniger gebracht. Jetzt müssen wir aber noch etwas klarstellen. Welche Leute sollen denn Ihrer Meinung nach zu uns kommen und Asyl finden? Ja. Die an Leib und Leben bedroht sind, wie das heisst im Gesetz, haben wir auch gar kein Problem, das sind wenig. Die anderen nicht. Aus Verbarmen lange nicht. Aber jetzt sind ja Leute, also Sie haben das ja so geschildert, dass die werden, denen bietet man die Überfahrt an und organisiert für sie ja alle nötigen Schritte, dass sie in der Schweiz landen. Aber es gibt doch sehr viele Leute, die ihr Leben riskieren bei dieser Überfahrt und wo die Not so gross ist, dass sie es fast nicht mehr aushalten. Ja, also und in Schiff, bei den normalen Schiffen noch nicht. Aber ich meine, bei denen Boot kann ja sein, ja natürlich. Aber die Leute, die suchen ja bessere Verhältnisse. Leben. Was kann so, und jetzt müssen wir einfach ehrlich sein. Können wir alle Leute, wenn wir alle Leute aufnehmen, die ein besseres Leben suchen? Jetzt kommt die Bescheidenheit vom Mensch. Ja, man kann nicht alle aufnehmen, aber wenn man, ja, Teil aufnimmt, wenn man einen Teil aufnimmt, hat man auch etwas gemacht. Wie groß soll der Teil sein? Ich bringe ein Beispiel von Eritrea. Das ist ja nicht gerade an der Grenze der Schweiz. Die Schweiz hat im Jahr 2006 in der Asylrekurskommission, da ist noch kein Verwaltungsgericht gekommen, haben einfach, also von sich aus, haben die entschieden,
in der Rekursinstanz die sogenannten Kriegsflüchtlinge, da war Krieg zwischen der Äthiopien und Eritrea. Das gibt es ja, Kriegsflüchtlinge. In aller Geschichte hat man die nie aufgenommen als Flüchtling. Nie. Haben die gesagt, die werden aufgenommen als Flüchtling. Flüchtlinge sind die, die kommen, können hier bleiben und die Familie nachziehen. Haben den Entscheid aufs Internet, auf Englisch, damit sie in Eritrea bekannt wird. Die Schweizer nimmt die auf. Als ich den ersten Entscheid gesehen habe, habe ich so eine Panik bekommen und ich gesagt, wenn das Schule macht, werden wir in ein paar Jahren Eritrea an das Gottobam. Und da werden immer mehr kommen. Und werden immer da bleiben. Und dann wollte ich einen dringlichen Bundesbeschluss machen. Dass da, wo immer Geld hat und selbstverständlich ist, jetzt ins Gesetz kommt. Dann bin ich abgelehnt. Zuerst habe ich mit dem MEDA probiert, kann man die. Haben die Entwicklungshilfe? Kann man da etwas machen? Kann man da sperren, dass man die nicht verfolgt? Kriegsflüchtlinge und also der Kriegsdienst sabotiert oder der Militärdienst, die werden ja hart angepackt. Das haben wir auch gehabt. Deserteure sind bei uns natürlich bis zu der Todesstrafe gegangen. Oder? Dann hat das EDA nichts fertig gebracht. Die haben das alle die, das war denen eigentlich so wichtig, oder? Die haben auch so argumentiert. Ja, aber da sind auch arme Kerle und haben ja die Hause nichts zu essen. Und so. Ja, muss man begreifen, sonst müssen sie in die Kiste kommen. Und dann bin ich abgewählt worden. Dann ist Frau Wittmann-Schlumpf und gesagt, das machen wir nicht einen dringlichen Bundesschluss. Nein, das kann man dann bei der normalen Asylgesetzrevision machen. Das war dann etwa 6 Jahre später. In dieser Zeit sind jedes Jahr Eritrea an oberster Stelle oder an zweitoberster Stelle. Auch jetzt noch, das fließt immer. Ist obwohl ja klar. Keine Not mehr. Jetzt ist ja kein Krieg mehr. Der Krieg ist nicht mehr da. Jetzt sagen sie, aber wenn es Dienstverweigerer sind, dann werden sie so hart angepackt. Also müssen wir die gleich da lassen. Und jetzt kommen die mit der Familie, sind die da. Der Lärm, den wir jetzt in letzter Zeit hier in dieser Gemeinde Aarburg, wo sich die Gemeinde gesagt hat, sie nehmen die 90 Eritreer nicht, die Asylsuchenden. Der Gemeindepräsident hat recht. Er sagt, wenn wir die nehmen, von denen wird ja 70-80% heute noch, obwohl kein Krieg ist, einfach anerkannt als Flüchtling. Jetzt tun sie es nicht mehr mit Kriegsflüchtlingen, sind, sondern aus humanitären Gründen. Ja, das ist eine Militärdiktatur. Muss sich doch einer mehr eine Frage stellen. Können wir denn alle Leute von der Militärdiktaturen aufnehmen? Ja, nein, nicht alle, aber ja, wie viel denn? Es kommen immer mehr. Und er sagt, wenn die mal Flüchtlinge sind und noch anerkannt sind, haben wir am Schluss die in der Gemeinde in den Sozialkosten. Von denen arbeiten die allermeisten nicht. Nie geschafft. Die sind schon jahrelang da, die arbeiten nicht. Wir haben noch einen Vorteil. Die Eritreer sind nicht so kriminell. Also sind nicht mit Nigerianern und so, die da Drogenhandel massiv trainieren gehen. Aber sie liegen auf der Kasse. Jetzt ist es natürlich wahnsinnig schön, in Bern, im Nationalrat, im Bundesrat human zu sein und zu sagen, nein, die müssen wir doch aufnehmen. Der da unten, da, die Gemeinde, die sind immer dieselben, tragen die Lasten. Die Gemeinde hat 30-40% Sozialkosten, aber nicht, weil ihre Bürger so arm sind. Das sind alles diejenigen, die man hier zugewiesen hat. Sandpapier und alle Keib. Wir müssen schauen, dass die nicht kommen. Und die, die an Leib und Leben verfolgt sind, die müssen wir aufnehmen, hier behalten, bis sie nicht mehr bedroht sind. Das sind alle Kriegsflüchtlinge. Aber zum Beispiel bei Syrien müssen wir schauen, die gehen gar nicht hierhin. Die müssen in ein grosses Auffanglager in der Nähe von dem Land. Und da zahlen wir. Heute schon. Wir zahlen Millionen an die Flüchtlingshilfeorganisation der UNO. Die dürfen wir gar nicht hinnehmen, die müssen dort her. Aber wer soll, wieder zurück? Wer soll denn können in die Schweiz kommen und da bleiben? Einer, der nie hin kann, nur hierher. Und da sehen wir relativ schnell, welche das da sind.
die stellen keine grossen Ansprüche. Die sind damit sehr wenig zufrieden, weil sie an Leib und Leben bedroht sind. Wenn ich an einem Ort bin, wo ich Angst habe, ich werde verschossen oder getötet, und ich kann zu einem ins Haus gehen, wo ich nicht mehr getötet werde, kann ich mich nicht beklagen und sagen, das Essen sei ein bisschen bescheiden. Und die Unterkunft auch. Ich muss ja dankbar sein, dass ich geschützt bin. Und mit denen haben wir auch kein Problem. Wie viele sind denn da zahlenmässig? Wie viele wären da? Also ich kann es nicht genau sagen, wie viele das sind. Also von denen, die kommen, jetzt haben sie eine Erkenntnisquote von 50 oder 60%. Da ist ein grosser Teil darunter, wo nicht sonnige Flüchtlinge sind. Da kann ich jetzt einfach aus Erfahrung sagen. Trotzdem haben wir gesagt, mehr als 10% sind es nicht. Sind es nicht, oder? Jetzt hat man gesagt, mit dieser harten Praxis laufen sie dann Gefahr, dass die Leute zurückkommen und töten und verfolgt werden. Ich habe zu meiner Zeit jeden, den wir zurückgeschickt haben, eine Kontrolle gemacht. Wann kommen die? Welches Land? Was passiert? Wir hatten in der ganzen Zeit einen, der nicht umgebracht worden ist. Aber den haben sie also für unsere Verhältnisse unglaublich lange ins Gefängnis da. Wegen einer Bagatelle. Und da haben wir dann diplomatisch von der Schweiz her schauen, dass man den rausgelassen hat. Und das hat man dann auch fertig gebracht. Also man läuft natürlich immer das Risiko. Das ist halt bei so einigen Entscheiden so. Aber was jetzt machen, auch die neue, auch die neue Revision, das sind Versprechen. Das kostet viel Geld und konzentriert sich aufs Unterbringen und auf den administrativen Kasumpel. Sie müssen vorne anfangen und sagen so, wir müssen schauen, dass nicht so viele kommen. Und wenn sie es attraktiv machen, kommen sie. Und wenn sie es weniger attraktiv machen, kommen sie nicht. Aber die, die Leib und Leben verfolgt werden, kommen auch in einer unattraktiven Situation. Und die, die da so human reden und so gemeinnützig reden und sagen, was sie für gute Menschen sind, da langt nicht, dass die gute Menschen sind. Die gute Menschen sind, sind das Gegenteil von gut. Ja, die wollen schauen, dass sie gut dastehen. Gut ist, dass es unten nachher am Schluss stimmt. Aber populär sind ja so Sachen nicht. Wenn man einfach Türen aufmacht, nein, wenn man auf Gemeinden jetzt die Asylanten verteilt. Wieso machen denn Politiker das? Ja, mal, das wollen wir sehen. In den Gemeinden sind sie nicht populär, aber da oben schon. Also sage ich, ich bin ein guter Mensch und ich helfe den Armen. Und, nein, und das aber ist ja nicht so schlimm, wenn man ein guter Mensch ist, oder? Mal, wenn man will, ein guter Mensch ist, ist es meistens schlimm, weil das Gegenteil ist von gut. Weil der Gutes macht, der ist nicht immer gut angesehen. Weil der muss etwas machen, das nicht dankbar ist. Der kommt auch dreckige Hände rüber. Dreckige Hände, der hat nicht eine reine Weste. Weil das Gut bewirken braucht manchmal Opfer und unten durch und alle Keib. Das weiss man in der Führung, oder? Man kann nie nur das machen, wo man angesehen ist und sagt, ich bin ein guter Mensch. Nein, nein, ich habe gar keinen Respekt vor dem, wo man da so sagt, ja, nein, nein. Weil man muss es ja zu Ende denken. Da Frau Sommaruga, der Bundesrat, weiss doch, es ist gar nicht möglich, dass die Schweiz, auch die anderen Länder, alle aus diesen Ländern aufnehmen können, wo es schlechter geht. Alle können aufnehmen, die es Militärdiktatur hat. Das ist gar nicht möglich. Darum, der Mensch, der in diesem Land ist, muss natürlich auch schauen, wie kann er die Verhältnisse ändern und so weiter. Und wir haben jetzt uns entschlossen, das ist der Auftrag, wir nehmen die, die an Leib und Leben verfolgt sind. Und die anderen nehmen wir nicht. Dann muss man schauen, dass die nicht kommen. Und der Grossteil sind jetzt sonnige. Ich habe einfach ein paar Mal mit denen. Ich habe doch keine Freude, einen heimzuschicken, wo es dort schlechter geht als da. Und ich würde ihm gerne, dass er es da hat, aber es geht nicht. Und jetzt muss er verantworten, für das sind die gewählt. Die haben ja nicht grosse Opfer, wenn sie gewählt sind, sondern die müssen die Arbeit machen. Und die Arbeit heisst dann, dafür sorgen, dass die anderen nicht gehen. Und sie schauen jetzt, dass möglichst alle, die kommen, können untergebracht werden und dass die Gemeinden die Opfer tragen und die untere Bevölkerung. Im Bundeshaus merke ich nicht, habe ich nie etwas gemerkt, dass wir viele Asylanten haben.
Nein, da kommt kein Detail und ich sucht auch keinen. Und ich habe mal im Bundesrat gesagt, der Tisch hat er auch kennen, nimmt er ja auch keinen Arbeitsplatz weg. Und ihr müsst auch für keinen schauen da. Aber die anderen da unten müssen den Dreck machen. Und da sieht man dann plötzlich guten Mensch sein. Ist wahrscheinlich der am Keim da unten, wo die Arbeit muss machen muss. Und wo sagen, also, die gehören nicht da, dann schicken die heim. Der ist der bessere Mensch als der, der in Bern zur Schau stellt, wie gut das er ist. Jetzt haben wir noch ganz kurz ein anderes Thema, Korruption bei der Beschaffung von grossen IT-Anlagen. Da hat es Skandal gegeben, ums Seko herum. Wir haben kurz vorher darüber geredet, Sie sagen, das sei eigentlich gar nichts Außergewöhnliches beim Bund. Ja, also sich als wäre im Bund, das ist ein trübes Kapitel. Ich mag mich erinnern, als ich ins Amt gekommen bin, habe ich mich da, ja, wenn ich als Industrielle gewöhnt bin, wie ist eigentlich da, was haben wir da für Kosten? Und ich sagte, die IT, da ist ein grosser Teil. Es sind ja viele Auswärtskosten, Büro und Hardware und Software und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wer wird da eingekauft eigentlich? Habe ich das doch ein bisschen angeschaut. Also mein Generalsekretär hat das nachher gemacht. Dann habe ich auch von der Firma mitgenommen. Der hat also gewusst, wie man das macht. Und dann habe ich gesagt, ja, Gott, das ist ja immer nur immer das gleiche Büro, die gleiche Firma. Wird denn da nichts ausgeschrieben? Ja, wir haben mit dem arbeiten wir schon jahrelang zusammen, sage ich. Bei jeder Investition müssen Sie mehrere Offerten holen, vorlegen. Und wer bewilligt das eigentlich? Für mich war klar, von solchen Bestellungen, die müssen zu mir ruhen. Aber man hat mir am Bundesrat gesagt, du musst führen, du musst nicht da so untergeordnete Bütze machen. Aber das passiert, dann passiert es eben. Und jetzt müssen Sie mal schauen. Kommt doch kein Bundesrat dran, was da oben passiert. Ja, nicht einmal der Chef vom Seko kommt dran, der ehemalige. Ja, nein. Es sind dann alle unten dran, und derselbe und diese. Aber man muss auch Möglichkeiten nicht schaffen für so nichts. Man muss doch ganz klar sehen, das sind ja nicht besonders böse Menschen. Aber wenn einer muss einkaufen, dann kauft er dort aus, wo die Rechnung am besten stimmt. Und zuerst mal für ihn selber. Dann fängt langsam an, dann kauft die, dann sagt der andere, ja, dahinter gibt es ein Verhältnis, schafft ja tagelang miteinander zusammen, wie tut man das einrichten, das eben. Dann sagen wir, ja, könnt ihr schon mal mitkommen, gehen wir mal zu Nacht essen miteinander. Und dann sagt der andere, du, ich habe da noch gute Gratisbelebt für ein Open Air und so. Ah, du hast noch Familie, ja, für Kinder habe ich und so weiter. Und da gibt es dann alle so ein Freundschaftsverhältnis. Und am Schluss, wenn er dann muss entscheiden, nimmt er natürlich den, weil den kennt er. Dann sagt er, Chef, ja, aber die Qualität ist auch gut bei denen. Wenn sie mit einem Neuen müssen anfangen und der macht wieder alles ganz anders, das stimmt ja auch. Aber das ganze Einkaufswesen stimmt da nicht. Und in der IT stimmt überhaupt der Ablauf nicht. Die fragen alle, welche Leute da die und die Operationen sind möglich. Was wollen die? Dann wollen die alles, auch das, was sie nicht brauchen. Und dann gibt es so ein Monsterprojekt und geht nicht. Aber man muss zu oberst anfangen. Man muss sagen, was sind eigentlich die Einkaufskompetenzen? Und da muss ein Bundesrat als Amtschef, nicht als Gesamtbundesrat, als Amtschef Verantwortung tragen. Und mich wundert das, dass in diesen Departementen, wenn etwas passiert, der oberste Chef nicht ist. Wer will es denn sonst sein? Gut. Das ist ein bisschen politisch, aber es ist halt leider so. Macht die Türen auf für viele neue Nachfragen. Ja. Besten Dank. So, das war das Teleblocher gewesen. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wie gesagt, drei Sendungen, das war die drei gewesen, ohne den Matthias Ackert, wo das nächste Mal dann wieder da wird sie. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche eine schöne Woche. Danke.